In diesem Tutorial nehme ich dich mit und zeige dir auf dem Weg, wie du selbstständig Indikatoren in TradingView erstellen kannst. Und das super praxisbezogen anhand unseres WMT-Dashboards, was wir im visuellen Update unterziehen und was erst so aussah und was am Ende dieses Tutorials so aussehen soll. Am Ende dieses Tutorials wirst du also nicht nur wissen, wie du zukünftig eigene Ideen mit Hilfe von Indikatoren in TradingView umsetzen kannst, sondern du bekommst diesen Indikator von mir auch völlig kostenlos. Also, worauf warten wir? Lass uns direkt durchstarten. Vorab, wenn du den Indikator einfach nur haben möchtest und dich das Programmieren und die Art und Weise, wie man da hinkommt, gar nicht interessiert, dann nutz einfach die Zeitstempel, staub das Ganze ab, spring zum Ende, nimm es mit und dann findest du eben auch die Anleitung, wie du das Ganze in TradingView nutzt. Solltest du aber ein bisschen mehr erfahren, damit du vielleicht auch zukünftig dein Trading selbst irgendwie in die Hand nehmen kannst und eigene Ideen selbst entwickeln möchtest, dann ist dieses Tutorial genau für dich gemacht und du bekommst zumindest einen Eindruck, was da so ein bisschen hintersteckt. Und wie du sehen wirst, es ist gar nicht zu komplex. Das heißt, man muss kein toller Programmierer sein, das bin ich auch nicht. Aber durch gewisse Vorlagen und so weiter, durch eine gute Dokumentation auch seitens TradingView, kann man sich das mit bisschen Grips irgendwie noch zusammenarbeiten und das bedeutet, dass wir hier eine Menge lernen werden. Okay, damit lass uns direkt durchstarten. Wir haben jetzt hier das alte Stats Dashboard, was du so auf TradingView von mir noch findest. Was haben wir jetzt hier erstmal? Wir haben nichts anderes eigentlich als eine Tabelle, eine tabellarische Form, wo wir in der ersten Spalte jeweils die Beschreibung haben, eine Abkürzung dessen, was wir dann hier in der zweiten Spalte sehen. Das ist der ADR, die Average Daily Range, die wir prozentual ausrechnen. Wir haben dann auch die letztendlichen Prozente des Tages, die sich hier oben mit der Anzeige auch in TradingView decken, wie viel Nettoveränderung hatten wir an den Tag, wie viel Volumen hatten wir an dem Tag. Eigentlich nur eine Übersicht von unterschiedlichen Parametern, die uns in unserem Trading interessieren. Es geht nicht darum, mir zu sagen, warum ich diese Parameter nutze und warum ich gewisse Schwellenwerte sehen möchte, beispielsweise fürs Volumen und so weiter. Das wäre ein anderes Video. Wir wollen jetzt hier diese tabellarische Form einfach umändern, damit du zum einen siehst, wie bekomme ich eigentlich erstmal die Möglichkeit, vielleicht auch solche Werte irgendwie auszurechnen, wie macht man sowas eigentlich, wenn man das Ganze programmiertechnisch umsetzen möchte. Und wir wollen das Ganze auch optisch verschönern. Wir möchten das ein bisschen verschlanken und das ist unsere Zielform. Ich werde dir das exemplarisch für ein, zwei Werte eben geben und dann weißt du eigentlich schon, wie man das Ganze bauen würde. Und das Schöne bei diesem Indikator ist auch, dass wir am Ende die Möglichkeit haben, auch beispielsweise die Position zu verändern, dass wir aus einer vertikalen Ebene, die wir ja vorher ausschließlich hatten, eben auch die Möglichkeit haben, das eben in diese horizontale Ebene zu überlagern. Das heißt, so ein bisschen dynamischer dort zu sein. Und dann haben wir gleichzeitig eben auch noch die Möglichkeit, die Position zu verändern. Zuallererst öffnen wir jetzt erstmal das Pinescript. Das Pinescript findest du hier unten und das zeigt uns den Editor an. Ja, solltest du da irgendwas haben, kannst du grundsätzlich auch immer auf Öffnen klicken und einen neuen Indikator hier eben öffnen und das gibt dir einfach ein komplett blankes Skript. Hilfreich dabei ist auch eben auf TradingView zu gehen und einfach mal im Internet nach TradingView und Pinescript zu suchen und dann findest du eben auch hier nochmal das, das Handbuch sozusagen. Wir werden dir den Link aber unterhalb auch hier eben in die Videobeschreibung packen, dass du dem Ganzen einfach folgen kannst. Und das Erste, was wir schon suchen, wenn wir hier oben auf User Manual klicken, ist Table. Table ist nämlich etwas, was wir haben möchten. Das ist nichts anderes als eine Tabelle. Wir wollen also gucken, wie ist die grundsätzlich aufgebaut und du findest hier immer praktische Beispiele, die man dann durchaus auch einfach kopieren kann. Ja, du wirst hier schon sehen, dass wir gewisse Dinge haben. Das ist ja schon grundsätzlich eine Tabelle, die man so kopieren könnte. Das heißt, du kannst ganz am Anfang auch einfach mal Code rauskopieren, das für dich beispielsweise jetzt hier einfügen und würdest sehen, dass wenn ich das jetzt nur hier, sage ich mal, reinkopiere, dass das durchaus schon funktioniert. Manchmal geht es nicht, weil eben diese Versionen vielleicht sich unterscheiden, aber grundsätzlich wollen wir hier auch was Eigenes machen. Dementsprechend starten wir
völlig blank. Wir starten hier mit den ersten Zeilen des Codes und dabei definiert man immer den Indikator. Und du siehst auch, dieser Editor, mit dem man das schreibt, sobald man da drüber geht, dann sieht man eben auch, was man reinschreiben kann. Ja? Also die Syntax ist ganz klar, der Indikator, der kann einen Titel haben, kann eine Short-Titel haben, kann andere Dinge haben und das können wir eben dann hier ganz klar definieren. Das heißt, der Titel ist bei mir Test, dann habe ich als nächstes den Short-Title, der ist auch nochmal Test und ich überlagere das eben über dieser normalen Achse. Das ist typisch, wie man das macht, das ist also eben überlagert über dem Chart. Dann definiere ich Inputs. Inputs, sobald wir gleich Input schreiben, das ist immer das, was wir dann später sehen, sobald wir eben auf Indikatoren draufklicken. Das ist jetzt ein Moving Average. Sobald ich draufklicke, kann ich eben einen Input ändern. Das wären also diese Inputfelder, die wir hier auch definieren. Und für unseren Indikator bedeutet das, dass wir hier eben die ADR-Länge verändern möchten. Das ist hier diese Periode. Ja, du siehst auch, wie sich das gestaltet. Also das ist quasi eine interne Variable, die wir aufschreiben, nur für die interne Nutzung der Programmierung. Dann haben wir das, die Definition eben hier auch dieser Variable, die ist 20 groß. Dann haben wir einen Titel, was hier eben hier steht. Es steht ja nicht hier ADR Length, sondern eben ADR Period. Das ist das, was wir hier vorgeben. So definieren wir also exakt erstmal diese Felder, die du jetzt hier auch siehst. Hier haben wir also erstmal so ein bisschen definiert, was wir haben. Wir haben auch hier so ein bisschen diese Orientierung reingebaut, dass wir das Ganze vertikal machen können, aber später auch die Möglichkeit haben, das horizontal zu machen. Das wäre jetzt also beispielsweise der nächste Schritt. Nachdem ich weiß erstmal, okay, wo möchte ich grundsätzlich hin, dann würde ich gucken, wenn ich diese einzelnen Inputwerte habe, wie rechne ich jetzt beispielsweise diesen ADR-Wert aus? Was ist das eigentlich? Und für mich ist dieser ADR-Wert relativ simpel. Wir fragen immer den jeweiligen Wert nach. Das ist sehr klassisch, ja, auch das findet man sehr häufig, wenn man hier auch einfach in der Dokumentation bereits guckt, wie man sozusagen das jeweilige Instrument abfragt, wo wir uns gerade befinden. Das ist eigentlich immer dieses Systeminfo.ticker-ID und wir wollen das eben auf der Tageschart-Ebene haben, das ist ganz wichtig, aber auch das wird man beispielsweise sehen, wenn man hier drüber geht, dass wir das Symbol haben. Ja, das Symbol ist eben das aktuelle Symbol, der Timeframe ist der Tageschart und das ist genau das, was wir erstmal wollen. Und wir wollen jetzt hiervon wiederum die Range haben. Und die Range, die ergibt sich eben aus der Division von dem Hoch zum Tief und das Ganze eben in Prozent ausgedrückt. Und dadurch, dass wir halt rückblicken wollen, wollen wir gucken, über wie viele Perioden. Und wir könnten das jetzt alles händisch machen und sagen, über die letzten 20 Tage und wir gehen immer einen Schritt weiter zurück. Aber dafür gibt es eigentlich auch eine eingebaute Funktion, die man sehr, sehr häufig nutzen kann. Ja, du kennst den Moving Average und diesen Moving Average, den können wir auch sehr häufig für vieles nutzen. Das heißt, wir haben unsere Definition, die Quelle dessen ist unsere eigene Berechnung, wo drauf, vom Hoch zum Tief, eben in Prozent ausgedrückt. Aber wie lange wir das jetzt zurückgehen wollen in der Vergangenheit, dafür nutzen wir ganz einfach hier diese technische Analyse-Funktion oder Klasse, die wir eben hier haben, die eingebaute Funktion ta.sma. Und wir sagen, die Länge, das ist unsere ADR-Länge. Und diese ADR-Länge, das ist unser Input. Wir können also selbst bestimmen auch, ja, wie heißt die Länge? Nur weil hier steht, dass es eine Länge nimmt, bedeutet das nicht, dass wir Länge schreiben müssen. Wir können das also selbst definieren. Unsere Variable heißt halt ADR-Länge sozusagen und die ist erstmal definiert als 20. Dadurch, dass der Input also 20 ist, würden wir sagen, über die letzten 20 Tage, das ist ein Wert, den ich häufig nehme, weil jede Handelswoche 5 Tage hat und wir so gesehen jetzt einen Monat zurückblicken können. Damit bekommen wir jetzt also immer, ja, selbst wenn ich jetzt hier auf Tesla gehen würde, immer einen anderen Wert raus, weil wir eben diese Systeminfo abgreifen auf Tageschart-Ebene und jetzt über die letzten 20 Tage gehen. Ja, das ist also erstmal der Input und das würde ich jetzt für unterschiedliche Werte machen. Das würde ich jetzt für den Change machen, das würde ich fürs Volumen machen, fürs Average Daily Volume und so weiter und so fort. Hier jetzt nochmal exemplarisch für den Change Value. Der Change Value ist ja nichts anderes. Wieder die Systeminfo, wieder auf Tageschart-Ebene. Wir nehmen den Close vom vorherigen Tag, wir rechnen das Ganze in Prozent aus
und haben dann einfach den Change Well. Was wir uns jetzt hier fragen, ohne jetzt alle durchzugehen, wäre, wie können wir das Ganze jetzt innerhalb einer Tabelle visualisieren? Und in diesem Fall würden wir das Ganze erstmal so ein bisschen vorbereiten. Wir würden erstmal eine Variable schreiben, um zu sagen, wie viele Spalten, wie viele Reihen soll es eigentlich geben. Und wir definieren die erstmal als Standardfall in 6 Spalten und eine Reihe. Aber falls unsere Orientierung, und du erinnerst dich, unsere Orientierung ist hier, ist einfach ein String, heißt also sozusagen wie Wörter aneinander gekettet. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, das umzuswitchen zwischen horizontal und vertikal. Wenn dort also vertikal drin steht, dann ändern wir das Ganze und sagen, wir haben jetzt nur eine Spalte, aber 6 Reihen. Und dadurch, dass, ja, wenn das eben nicht gegeben ist, dass das umkehrt, haben wir dann eben 6 Spalten und eine Reihe. Das sind also 6 Spalten, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und umgekehrt wären es jetzt dann eine Spalte mit 6 Reihen. Ja, dann definieren wir hier so ein bisschen erstmal auch in den Variablen die unterschiedlichen Farben, die wir später nutzen möchten, und würden von da anfangen, jetzt eben die Tabelle zu bauen. Okay, nachdem wir das Ganze jetzt gemacht haben und vorbereitet haben, also nochmal zusammenfassend, wir haben erst die Inputs, wir haben dann die Kalkulation dessen und wir kümmern uns dann so langsam darum, wie soll das Ganze eigentlich aussehen. Ja, erstmal die grobe Struktur, wie viele Spalten und so weiter. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Das ist jetzt der Weg, wie ich das mache. Und dann definieren wir erstmal die Tabelle. Diese Tabelle, die soll T heißen. Und Tabelle, das findest du auch hier eben in der Beschreibung, wenn du reinschaust, Creating Tables, wie das Ganze auszusehen hat und welchen Input die eigentlich haben können. Hier ist eben das Schöne, wenn wir drauf gehen, dann sehen wir eben auch, okay, mit Table New können wir eine neue Tabelle erstellen. Und dann sehen wir auch, eine neue Tabelle hat eine Position, ja, die hat Spalten, die hat Reihen, die hat einen Background Color, die kann Frame Color haben. Also was hat eigentlich diese Funktion eingebaut und was können wir hiermit machen? Ja, wir haben das jetzt also erstmal definiert und unsere neue Tabelle, die hat die Table Position, unsere Table Position, daran erinnern wir uns, die ist erstmal eingestellt auf Top Right. Gleichzeitig können wir auch sagen Number of Columns, auch die haben wir schon eingestellt. Also alles sozusagen, was wir hier vorgeben, nutzen wir auch. Das ist immer ganz wichtig beim Programmieren. Und Border Width, das haben wir vorher nicht definiert. Deswegen stellen wir das hier erstmal auf 3. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Hier gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das machen kann. Deswegen ja, nicht sonderlich jetzt hier beeinflussen lassen. Was ich hier versuche ist, und deswegen fangen wir so ein bisschen mit dem Ende an. Das Ende siehst du auch hier in der Dokumentation. Falls der Bar State, also falls wir die aktuelle Kerze sozusagen haben, dann möchte ich eine Table Cell letztendlich machen, die was ausgibt, ja, die displayt den Value des ATRs hier rechts. Und wir können auch sagen, ja, welche Werte und so weiter und wie soll das Ganze formatiert werden und wie ist der Text. Ja, wichtig ist, dass man das immer hier so ein bisschen sieht, dann mal reinkopiert, ein bisschen damit spielt, unterschiedliche Beispiele einfach sieht. Und in diesem Fall machen wir nichts anderes. Ja, wir haben sozusagen hier auch, falls wir die aktuelle Kerze haben, auch das ist wieder definiert, was das alles bedeutet, da gerne einfach mal drüber gehen. Und wir sagen, falls die aktuelle Kerze und falls unsere Orientierung auf horizontal steht. Dadurch, dass es ein String ist, müssen wir das immer in Anführungszeichen machen. Falls es also auf horizontal ist, dann nutzen wir unsere Funktion, die wir noch schreiben. Und unsere eigene Funktion, ja, du hast gesehen, diese unterschiedlichen Funktionen, die vorgegeben sind, die sind von TradingView. Wir schreiben jetzt aber eine eigene Funktion, mit einer Funktionsform, wo diese Funktion aber dann unsere Table Cell herausspuckt. Du siehst, hier könnten wir das auch anders schreiben. Wir können einfach Table Cell machen. Wir machen das aber ja, eigenständig. Wir definieren also die Tabelle, wir definieren die Spalten, die Reihen und den Text und so weiter. Wir definieren auch die Hintergrundfarbe. Diese Hintergrundfarbe, die ist wiederum definiert basierend darauf, wie groß eigentlich der Wert dessen ist. Ja, wir wollen das ja abhängig machen davon, wie groß der Wert ist. Das also gerne nochmal in Ruhe einfach anschauen, wie ich das Ganze gemacht habe. Und wenn wir das machen, dann callen wir diese Funktion, indem wir sagen, das ist die Tabelle T. Ja, das ist nichts anderes als das, was wir eben auch hier in diesen Beispielen sehen. Immer wenn wir eine Tabelle haben, ganz am Ende, dann haben wir diese Tabelle. Und manchmal heißt die im Panel, manchmal heißt die Tabelle T. Das ist einfach ein Kürzel dafür. Und wir sagen jetzt im Feld,
in der Spalte 0 und in der Zeile 0 oder in der Reihe 0. Das ist sozusagen immer der erste Wert. Ja, es gibt immer, der Index startet immer bei 0. Deswegen müssen wir bei 0, 0 starten, wie so ein Koordinatensystem, und nicht bei 1, 1. Das ist ganz wichtig. Wir wollen also sozusagen hier bei 0, 0 starten mit dem Wert des ADRs. Das ist ja der erste Wert. Und wir wollen hier eben, und so haben wir unsere Funktion geschrieben, diese Farbe, die ist sozusagen unser Threshold. Ja, das ist das vierte. Hier ist die Art und Weise, wie wir es machen, und hier geben wir es sozusagen mit. Und nur wenn wir es mitgeben, ist es also optional. Wenn wir keinen Wert angeben, dann setzen wir diesen Wert ohnehin auf 0. Ja, wir geben diesen Wert an, ja, das war ja ADR Threshold, ist ein Input, das sehen wir auch. Input ist ein Input-Type. Und wir haben diesen Wert, und wenn wir diesen Wert haben und er den sozusagen hier abgleicht, eben den Value mit dem Threshold, dann wird es farblich markiert. Für dich relativ simpel, wir haben diese Funktion, die spuckt eben diese Tabelle aus, und das würde bedeuten, ich blende mal das aus, was wir fertig gebaut haben, und das sollte jetzt schon funktionieren. Diese Funktion würde ich sozusagen für jeden Wert machen, ja, den würde ich also machen für nochmal nicht nur den ADR-Value, sondern auch einfach den Change-Value, und dann würde ich sozusagen diese Funktion hier wieder machen mit f-fill, Change-Value und so weiter, und dann baue ich nach und nach eben diese Tabelle. Wichtig dabei, die Position wird sich dann eben verändern, je nachdem, welches Feld ich gerade ansprechen möchte. Wenn ich das einfach mal dem Chart hinzufügen klicke, dann sollten wir das Ganze jetzt auch sehen. Wir sehen, es wird berechnet, kompilieren nennt man das Ganze, und das Feld wird jetzt angezeigt. Wir haben beispielsweise, dieser Threshold liegt auf 6, dann wird das Feld auch rot markiert. Warum? Weil erstmal geben wir jetzt den Threshold auf 6 mit. Wir sehen auch, dass es hier für unser Feld wichtig ist. Wir haben den Threshold, der ist 6. Wir vergleichen diesen Threshold eben hier. Ist der Wert, unser ADR-Wert, ist der größer als 6? Nein, ist er nicht. Ja, wenn er größer ist, dann nehmen wir die positive Farbe. Diese positive Farbe haben wir hier. Ja, die ist grün, das wird auch sehr schön angezeigt. Ansonsten nehmen wir die negative Farbe. Ja, also für dieses spezifische Feld haben wir das eben so programmiert. Das war jetzt eine Kurzform dessen, wie man das Ganze programmiert. Ich denke, du siehst das Ergebnis bereits. Du müsstest jetzt eben die einzelnen Schritte dazwischen bauen. Und beim Programmieren ist es ziemlich schön. Unterschiedliche Wege führen zum Ziel. Man kann das natürlich auch einfacher programmieren. Man kann das komplexer programmieren. Wichtig ist, am Ende des Tages sollte es funktionieren. Und zumindest die Variablen, eben hier die Berechnung, die sollten immer korrekt sein. Das ist das Allerwichtigste. Dementsprechend ein kleiner Einblick, wie man das Ganze programmiert. Diesen Link, den findest du unterhalb auch des Videos. Der führt dich nämlich zu diesem Ticker-Dashboard, und das habe ich vorhin auch aktualisiert. Der Julius aus meinem Team hat dabei mitgeholfen, dementsprechend hatte ich ihn auch hier verlinkt. Nämlich gute Arbeit, und vorher sah das durchaus so aus. Wir haben jetzt aber die Möglichkeit, das zu nutzen. Für dich, du findest das einmal eben über diesen Link, oder aber auch, wenn du jetzt beispielsweise hier einfach in TradingView auf eben die Indikatoren gehst, was wir machen können, wenn wir das Ganze einfach mal ein bisschen größer kurz machen, und du würdest hier suchen nach Ticker Dashboard, dann findest du Ticker Dashboard for Better Stock Selection von Wir machen Trader. Das bin ich. Das heißt, du kannst einfach draufklicken und du findest dann schon das aktualisierte Sheet hier oben und könntest jetzt dann eben das Ganze auch direkt für dich nutzen, horizontal, vertikal einstellen. Sollte dir das Video gefallen haben, dann lass einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal. Und ansonsten empfehle ich dir hier dieses Video, was dir auf jeden Fall auch noch weiterhelfen wird. Kommentiere das Ganze, wenn du Fragen haben solltest. Schau gerne auch bei uns auf unserem Blog vorbei, wo wir das Ganze dann auch noch schriftlich ausführen werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.